Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. 5 Tage nach dem Erdbeben in Iran haben Helfer offenbar noch Überlebende aus den Trümmern gerettet. In der zerstörten Stadt Bam zogen Soldaten nach Behördenangaben 4 Menschen unter den Schuttbergen hervor. Auch eine 80 Jahre alte Frau soll gerettet worden sein. In der Nähe von Bam konnten nach einem Bericht des Staatsfernsehens weitere 5 Menschen lebend geborgen werden. Obwohl offiziell die Suche nach Überlebenden eingestellt wurde, waren auch heute wieder einige wenige Rettungstrupps unterwegs, um Hinweisen nachzugehen. Hier in Bam kursieren ständig Gerüchte über Klopfzeichen oder lebend Geborgene. Im Camp der internationalen Organisationen hat das Technische Hilfswerk aus Deutschland heute damit begonnen, eine Trinkwasseraufbereitungsanlage für das Krankenhaus und ein Notkrankenhaus aufzubauen. Auch in der Stadt sind die Menschen jetzt ausreichend mit Wasser versorgt. Die Seuchengefahr wird dadurch eingedämmt. Am 5. Tag nach dem Unglück stellt sich nun immer drängender die Frage, wie soll es in Bam weitergehen? Zwar lockt das Wüstengebiet Reisende an, aber weil die berühmte Zitadelle zerstört ist, werden wohl viele Touristen zu Hause bleiben. Und damit versiegt eine der wichtigsten Einnahmequellen der Menschen. Die Menschen hier hoffen auf den Wiederaufbau, doch viele politische Beobachter haben Zweifel, ob die dafür notwendigen Mittel aus Teheran tatsächlich rechtzeitig fließen, damit Bam in 2 Jahren komplett wieder steht. Schließlich ist der Iran ein sehr armes Land. In der irakischen Hauptstadt Bagdad hat eine heftige Explosion offenbar ein Restaurant im Zentrum zerstört. Nach ersten Angaben wurden mindestens 4 Menschen getötet, mehrere verletzt. Die irakische Polizei geht von einem Selbstmordanschlag aus. US-Armee und Polizei hatten zum Jahreswechsel mit einer erhöhten Anschlagsgefahr gerechnet und sind in Alarmbereitschaft. Der Antiterroreinsatz rund um das Hamburger Bundeswehrkrankenhaus hat auch andere Bundesländer auf den Plan gerufen. Vor allem für US-Einrichtungen gelte eine verschärfte Sicherheitslage, hieß es. Hamburgs Innensenator Nockemann rechtfertigte sein Vorgehen als angemessen angesichts der konkreten Anschlagswarnungen. Bundesinnenminister Schilly hatte dagegen eingewandt, das frühe Bekanntwerden der Hinweise mache die Aufklärung schwerer. Ausweiskontrolle vor dem Bundeswehrkrankenhaus Hamburg-Wandsbek. Wer hier durchkommen will, muss erst einmal 2 Sperrpunkte passieren. Auch in der Silvesternacht höchste Sicherheitsstufe rund um das Militärhospital. Das Bundesinnenministerium kritisiert das Vorgehen der Hamburger, spricht von Aktionismus. Nach unserer Auffassung ist das, was die Hamburger Polizei durch den Hamburger Innensenator veranlasst getan hat, eine Reaktion, die auch vorschnell genannt werden kann. Den ganzen Tag über haben Polizisten weiter Kofferräume und Taschen gecheckt. Ergebnislos. Der Warnhinweis der CIA hätte erst genau geprüft werden müssen. Er sei ungesichert, so der Vorwurf von Otto Schily. Hamburgs Innensenator Dirk Nockemann weist das scharf zurück. Ich halte die Kritik von Bundesinnenminister Schily daran, dass wir Objektschutzmaßnahmen für das Bundeswehrkrankenhaus in Wandsbek getroffen haben, für ungeheuerlich. Ich frage Herrn Schily, was wäre denn passiert, wenn wir keine Objektschutzmaßnahmen verfügt hätten und dann tatsächlich eine Bombe hochgegangen wäre? Die Warnung sei sehr konkret. Es war die Rede von einer Autobombe gegen ein Militärhospital und von 2 namentlich bekannten Terroristen, die bereits Anfang Dezember nach Deutschland eingereist sein sollen. Die Barrikaden sollen deshalb bleiben. Bayerns Innenminister zeigt Verständnis. Die Hamburger wollten offensichtlich auf absolut sicher gehen, dass es nicht zu einem Anschlag kommt. Und das kann man nur beim besten Willen nicht kritisieren. Nach Hamburg haben nun auch Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz gehandelt. Wegen der neuen Lage, so heißt es, habe man die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Das Verkehrsministerium hat bei der geplanten Lkw-Maut auch auf externe Fachleute gesetzt. In Berlin wurden Beraterhonorare von insgesamt 15 Millionen Euro bestätigt. Eine solche Summe sei mit Blick auf den Milliardenumfang des Mautauftrages durchaus üblich, so das Ministerium. Kritik kam aus der CDU. Deren Verkehrsexperte Feibel sagte der Bild-Zeitung, das Chaos um die Mauteinführung zeige klar, dass die Berater völlig versagt hätten.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann, fordert Bereitschaft zur Veränderung. Wenn der Sozialstaat umgebaut werden müsse, sei das nicht notwendig, schon sein Abbau, sagte er in seiner Silvesterpredigt. Allerdings müsse man sehr darauf achten, dass dabei nicht heimlich oder offen zulasten derer umverteilt werde, die sich nicht lauthals wehren könnten. Im Petersdom haben am Abend tausende Gläubige einen Vespergottesdienst zum Jahresende gefeiert. Papst Johannes Paul II. Betete für den Frieden. Er bat um Tage des Friedens für Rom, Italien, Europa und die ganze Welt. Der 83-Jährige schien in gesundheitlich guter Verfassung. Aus Furcht vor Terroranschlägen gelten für den Vatikan und Rom schärfste Sicherheitsmaßnahmen. Der Finne Janne Ahonen hat in der Qualifikation für das Neujahrsskispringen bei der Vierschanzentournee den weitesten Sprung gestanden. Aus dem deutschen Team ist morgen in Garmisch-Partenkirchen nur Stefan Hocke nicht dabei. Mit seinen guten Leistungen braucht er sich momentan nicht zu verstecken. Michael Uhrmann überzeugte auch auf Tourneestation Nummer 2. Auf der Olympiaschanze sprang der Bayer 114,5 Meter und platzierte sich als Siebter wieder im Vorderfeld. Gute Aussichten also. Ich muss morgen mich mehr konzentrieren, muss schauen, dass das Speed ein bisschen besser wird. Und dann denke ich, ist genau das Gleiche möglich wie in Oberstdorf oder vielleicht mehr. Der Beste heute, der Finne Janne Ahonen mit 123,5 Metern. Cheftrainer Wolfgang Steiert kann morgen 7 Athleten an den Start schicken. Gute Chancen dürfte da auch der Oberstdorfer Georg Späth haben. Ein großes Fragezeichen dagegen bei Sven Hannawald, der nach schlechten Trainingssprüngen ins Hotel fuhr. Als Weltcup-Siebter ist er aber automatisch qualifiziert. Die Lottozahlen 4, 6, 22, 31, 39, 47, Zusatzzahl 45, Superzahl 8. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 7, 1, 5, 8, 2, 2, 7. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 8, 8179. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 1. Januar. Im Süden, im Südschwarzwald sowie an und in den Alpen fällt in der Silvesternacht noch Schnee. Dort, wo sich Hochnebel bildet, kann es in der Nacht und am Tag Schnee rieseln. Morgen eine Mischung aus Wolken, Hochnebel und etwas Sonne. Die Schneefälle im Süden hören auf, nur in der Ostsee könnte es zwischendurch auch mal etwas kräftiger schneien. Es gibt kaum Wind, nur auf den Bergen Bayerns entwickeln sich starke Böen. Das wird ein kalter Jahreswechsel. Überall ist es frostig, überall kann es glatt sein. Morgen Nachmittag an den Alpen minus 4 Grad, am Niederrhein 2 Grad plus.